Wirtschaftsliberal, wertkonservativ, sozial. So stellt sich Friedrich Merz die CDU unter seiner Führung vor, sollte er neuer Parteivorsitzender werden. Seine Chancen stehen dafür nicht schlecht, zumal Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zuletzt offen für seinen alten Parteifreund geworben hat. In den Umfragen liefert sich Merz ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Hoffnung vieler Christdemokraten, dass mit Merz auch die an die AfD verlorenen Wähler wieder zurückkommen. Denn der 62-Jährige will die CDU wieder stärker nach rechts rücken. Die CDU muss sich Klarheit verschaffen über ihren Markenkern. Ein strengerer Kurs in Sachen Migration, weniger Kontrollverlust, das sind Merz' Versprechen. Seine großen Stärken sind laut Reuters Chefkorrespondent Andreas Rinke Wirtschaftskompetenz, die Abwesenheit von der Politik, sodass er als Hoffnungsträger wiederkommen kann und sagen kann, mit mir wird es jetzt anders. Alles das, was euch gestört hat, kann sich jetzt ändern. Denn Merz ist ein alter Bekannter, war von 2000 bis 2002 Unionsfraktionschef im Bundestag, bis ihn Angela Merkel aus dem Amt drängte. Danach zog er sich Schritt für Schritt aus der aktiven Politik zurück und sammelte in der freien Wirtschaft einen Vorstandsposten nach dem anderen. Derzeit ist Merz Aufsichtsratschef bei BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, der auch an deutschen Unternehmen beachtliche Anteile hält. Interessenskonflikte seien da vorprogrammiert, sagen Merz Kritiker.